Also ich glaube, dass so ein Ring eine Aufgabe ist, in dem man das ganze Leben nicht fertig wird. Man entdeckt erstens immer wieder neue Sachen drin. Wir haben sehr viele Details verändert. Es ändern sich auch Klimata durch neue Besetzungen. Manches wird sensibler, manches wird heftiger, brutaler. Und diese Einjustierung von vielen, vielen, vielen Details, die ja in 16 Stunden Musik gegeben sind, die machen eigentlich, dass der Wiesbadener Ring doch wieder auch ein total neuer Ring ist. Dann hat der Ring eine große Utopie eines freien Menschen. Das war für Wagner eine Vorstellung aus seiner Zeit heraus, dass er gedacht hat, so eine Figuren wie Siegfried und Brillhilde, die sich an nichts mehr gebunden fühlen, die wirklich ihrem Leben nachleben können, ist eine totale Utopie. Wir haben eben heute gelernt, dass diese Utopie zwar für uns scheinbar lebbar ist, aber dass wir eben doch in sehr viel mehr Abhängigkeiten leben, als wir uns das oft bewusst machen. Und das zeigt auch wiederum dieser Ring. Sagen wir mal so, die Hoffnung ist ja, dass man immer einen Schritt weiter kommt. Weiter heißt aber in dem Sinne näher an den Stoff. Und ich hoffe, dass wir diese Arbeit hier in Wiesbaden geleistet haben, von Linz zu Wiesbaden näher an den Kern dieses Stückes zu kommen.